Oder war das bei dem da hinten? Ich meine, wir haben sogar in einem der letzten Streams wirklich mal über diese Tintennudeln gesprochen. Oh, ach, hier sind die ganzen Sachen. Ich glaube, ich war noch nie bei dir. Arznei, Superarznei, Hyperarznei. Zuckerlich. Habe ich keine? Moment. Gib mir mal die Arznei. So, der Bohnenköder. Der kostet sogar nur 1000, das ist gut. Sternstücke. Treffervitamine, Defensivvitamine, ja. Eisköder, Honigköder, Ätherpillen, Hyperheiler. Boah. Das sind aber auch so teuer, die Sachen. Aber gib mir zumindest die Arzneien mal mit, die nehme ich mal alle. So, was hast du für Materialien noch? Oh, die kann man nicht einfach kaufen, die Sachen. Sind aber teuer genug. So, was ist bei dir los? Bevor ich meine Leckereien verkaufe, hättest du vielleicht eine Sekunde für mich. Meine neue Kreation aus feinsten Süßtrüffeln hat statt Lob leider nur Beschwerden geerntet. Was für ein Reinfall, aber es bringt ja nichts, der Sache nachzuweinen. Statt Gaumenschmaus habe ich einen Ladenhüter kreiert, so ist es nun mal. Aber bevor es vergessen wird, würde ich gerne die Anleitung mit jemandem teilen. Du scheinst mir einen Sinn für so etwas zu haben. Möchtest du, dass ich sie dir beibringe? Die Süßtrüffel bekommst du von mir, ich habe genug hier rumliegen. Du musst mir aber eine Rauchknolle, einen Zähpilz und eine Pfohlbeere bringen. Umkehrbratlinge. Ja, Moment. Die habe ich sicher. Ich sehe sie einfach nicht. Warum sind hier plötzlich überall Sidequests? Nur weil ich Salmagnis bekommen habe? So. Ich brauche eine Rauchknolle. Was sind die Pfohlbeere? Und einen Zähpilz. Ich wollte doch nur ins Wasser gehen. Plötzlich werde ich hier von Sidequests überrannt. Ja, immer doch. Hier. Dann passt gut mal auf. Andersrum, pass mal gut auf. Pling! Ich erhalte einen Umkehrbratling. Damit tauscht man Offensiv- und Defensivkraft aus. Du bist deinem Beruf mehr als recht. Es gibt nichts, was ich dir noch beibringen könnte. Der Umkehrbratling scheint aus irgendeinem Grund vorübergehend die Offensiv- und Defensivkraft eines Pokémon zu vertauschen. Ein wahrhaft kurioser Imbiss, der so einiges auf den Kopf stellt. Als Mitglied des Forschungstrupps wirst du dich immer wieder mit Pokémon balgen müssen. Der Umkehrbratling wird dir dabei bestimmt eine Hilfe sein. Okay. Möchtest du Bonbons kaufen? Ist das nur der eine da hinten? Ja. Dann einmal zum Haupttor. Und von dort aus nach Süden. Das ist einfach der Uno-Reverse-Bratling. Ich will das Pokémon mit den zwei Schwanzflossen sehen. Okay. Wie man hört, solltest du dich gut mit Pokémon auskennen. Kennst du zufällig ein Pokémon, das über zwei Schwanzflossen verfügt? Ich habe eins gesehen, seine Schwanzflossen haben im Wasser so Flatterbewegungen gemacht. Ganz ob es fliegen würde. Ich bin sofort in seinen Bann gezogen. Ich würde es gerne aus der Nähe anschauen. Moment. Habe ich da noch eins? Ich hätte jetzt spontan Remoraid gesagt. Ich kann es ja mal ausprobieren. Ich gehe mal eben eins fangen. Da sind immer noch irgendwo Sidequests. Moment. Wahrscheinlich in irgendeinem Haus, deswegen sehe ich die nicht. Beziehungsweise einfach hier. Nach dir habe ich gesucht. Meine kleine Schwester Mina hat sich zum Kobaltküstenland aufgemacht und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Ich habe bereits den Sicherheitstrupp gebeten, sie zu suchen, aber bisher waren sie erfolglos. Das macht mir wirklich Sorgen. Würdest du Mina bitte für mich suchen gehen? Hier hast du ihr Lieblingstaschentuch. Vielleicht hilft das auch dieses Mal, ihre Fährte aufzunehmen. Ja, okay. Das ist immer noch irgendwo eine Quest. Evolis Entwicklungen. Florian vom Bautrupp.
Und der Geschmack von Honig. So. Suchen wir die zumindest direkt. Jetzt schauen wir doch zumindest, was die Leute überhaupt von uns wollen. Es wäre schon ganz angenehm, wenn ich meine Pokémon zum Reiten auch einfach hier drin in der Stadt rufen könnte. Um in der Stadt mal ein bisschen voranzukommen. Hi. Hast du gut Zeit? Es ist nämlich so. Teil meiner Arbeit ist es, Honig von Wadribi zu sammeln. Dabei ist mir neulich aufgefallen, dass der Honig je nach Kolonie anders zu schmecken scheint. Um das näher zu untersuchen, müsste ich den Honig von Wadribi aus verschiedenen Gebieten zusammentragen, aber das alleine ist schwierig. Bitte hilf mir dabei, ich bräuchte dafür Wadribi aus 3 verschiedenen Gegenden. Bitte bring mir zunächst ein Wadribi aus dem Strapazenhain. Hab ich eins? Nein. Okay. Ich kann mich zwar mehrere Punkte porten, aber teilweise muss ich immer noch viel laufen. Okay, wo ist der mit den Evolis? Da. Auch direkt nebenan. Sag doch, die sind in den Häusern, deswegen sehe ich die nicht. Oh, hier mit dem, wo ist es bloß hin? Das Evoli, das ich für die Jubelmuffins gebacken habe, damit wir uns besser verstehen, ist weg. Ich wollte doch nur wegen seiner Entwicklung um Rat fragen, aber ohne Evoli wäre das ziemlich sinnlos. Bitte hilf mir, es zu finden. Ich habe eine leise Ahnung, wo es sein könnte. Die Leute im Hauptsitz haben recht oft über Evoli unterhalten. Okay. Die Leute im Hauptsitz gleich da? Vermute ich mal. Was guckst du dir da oben an, Emanuel? Jetzt guckst du nur noch mich an. Jetzt guckst du mich immer noch an. Du willst mein Booty, ich sehe das doch. Ich bin nicht legal, also lass mich in Ruhe. Das Evoli, das ich für die Jubelmuffins gebacken habe. Ja, genau das Evoli. Also hier sind irgendwo Leute, die mit mir über Evolis reden. Ist noch irgendwas? Die finden einfach nur das verschwundene Evoli. Ich kann mal trotzdem mal so eine Runde hier drin drehen und gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Ich glaube, hier haben wir uns auch nie wirklich groß umgeschaut. Außer für die eine Quest für die Produktionsreihe hier. Hier ist auch niemand. Hallo? Kann ich die Kamera irgendwie hinter mich drehen? Ah, so. Irgendjemand hier im ersten Stock, der mit mir reden möchte. Irgendwas zu sagen? Nein. Hallo? Hast du irgendwas zu sagen? Nein. Hallo nach Tara. Tara? Evoli! Aber ach, du bist gar nicht Evoli. Hier scheint es auch nicht zu sein. Aber irgendwie gibt es eine Ähnlichkeit zwischen diesem Pokémon und meinem Evoli. Nein, das ist absolut unmöglich. Das muss ein Irrtum sein, oder? Tara! Du siehst mir aber hungrig aus. Du vom Forschungstrupp, würdest du mir einen Jubelmuffin für das Kleine hier besorgen? Wenn ich sehe, wie es den verputzt, verstehe ich vielleicht die Ähnlichkeit zum Evoli besser. Okay. Wieso kann ich hier nicht einfach meinen Stuff herstellen?
Jetzt kommt so der Plot-Twist, du kannst hier Sachen herstellen. Wait, da hinten ist eine Werkbank. Mal gucken, ob ich überhaupt alles dabei habe für den Jubelmuffin. Ja. Habe ich sogar. Cool. Und wo ich gerade dabei bin, kann ich noch einen Bohnenköder machen. So. Con! Okay. So, mein Herr. Muss ich dich mit dir reden? Achso, muss ich mit dir reden. So. Tara! Wäre es so nett, diesem Pokémon einen Jubelmuffin zu geben. Hier bitte. Tara! Diese Pausbäckchen, die sehen genauso aus wie bei meinem Evoli, aber Moment mal, bist du selber wirklich Evoli? Tara! Evoli! Oh, wie ich dich vermisst habe! Okay, cool, ein Sonderbonbon. Was sich also einfach von selbst entwickelt. Stimmt, der Professor hat erwähnt, dass Evoli sich auch ohne Stein entwickeln können. Ich hatte bereits Entwicklungsstände für Evoli besorgt, aber die benötige ich jetzt nicht mehr. Ich würde dir gerne einen überlassen. Welcher darf sein? Feuersteine habe ich genug auf der Box. Und Donnersteine glaube ich auch. Ich glaube, dann nehme ich mal einen Wasserstein. Die Kostbarsteine habe ich nach und nach von der Ginkgo-Gilde erstanden. Ich glaube, Wassersteine habe ich nicht so viele. Hi. Kann ich zufällig Stuff auch einfach bei mir selbst herstellen in der Box? Ach, guck mal, ich habe auch hier so einen. Ich bin zumindest 19 dran. Wahrscheinlich kriege ich das erst, wenn ich da all die Dinger gesammelt habe. Ja, wie wär's mal mit dem Finsterleucht oder Sonnenstein? Nee. Nur die ganzen anderen Steine. Erst wird Evoli zu Jubelmuffins gebacken und dann soll nach Tara die Jubelmuffins essen. Nun. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Wait, so. Ja. 5 Donnersteine, 8 Feuersteine. Hm. Ich hab da so ein paar davon. So, dann einmal wieder da unten hin. Da hinten. Hui. Hallo, Schauna. Hast du... ja, hier bitte. Ich habe einen Bohnenköder dabei. Super dann. Nur zu, fütter es damit. Fahr. Plinfahr. Klasse, der Bohnenköder scheint ihm zu schmecken. Pliplin? Oh, es hat alles ratzeputz aufgefuttert. So gefällt mir das. Plinfer ist mir richtig ans Herz gewachsen. Ich kann es nicht einfach hier lassen. Deshalb werde ich mich zu Hause im Dorf um es kümmern. Okay. Übertränke, nice. Na, verdammt, das ist jetzt wütend. Anna, kämpf du mal. Das ist doch safe, Remoraid. Sieht übrigens so witzig aus mit diesen kleinen Booten, was man da hat. Zum Kämpfen. Oh, das Level 21 sogar nur, sehe ich gerade. Und macht trotzdem die Hälfte meiner KP Schaden. Ich bin 10 Level, 11 Level höher. Spiel bitte. Unter Wasser einfach so ranzig aus. So.
Dann haben wir so jetzt schon mal einen Remoraid. Da können wir das nämlich dann bei der Quest dann abgeben. So, dann wollen wir noch mal ein bisschen hier im Wasser rumsurfen und gucken, was hier noch so ist. Noch ein Balderfisch. Die Schadensbewertung in diesem Spiel ist einfach total... Ich habe keine Ahnung. Was? Ich wollte keine Beere hinwerfen. Okay, ich habe eine einfach ins Wasser geworfen. So. Mal gucken, ob da vorne irgendwie auf der Insel noch irgendwas drauf ist. Wisst ihr übrigens, was wir im Stream jetzt immer noch nicht mal hatten? So ein Raumzeitriss. Die kommen einfach nicht. Aber lass mich mal offscreen ein kleines bisschen Stuff machen. Instant. Sofort. 1 Million Risse. So. Und noch mehr Baldorfische. Da ist noch die versteckte Bucht mit noch einem Scharnierer. Aber hier ist einem normalen. Nein, dein Seejong. Und noch ein Seemops. Wir können hier mal ein bisschen füttern. Ist ein Elite-Seejong eigentlich? Nee, ein ganz normales. Einfach keinen Bock auf die Beere. Hier, frisst eine Beere. Wie das Seemops da angerollt kommt. Im Highspeed. Jetzt habe ich es verjagt. Und ich sehe irgendwie Beere dafür. Oder auch nicht. Die ist einfach despawned. Kommt er wieder angerollt? Und er war wieder zu spät. Und denkt sich so, oh. Aber hier ist auch eine Beere. Hier, noch eine Beere. Eat them. Be happy. So kann man auch die Pokédex-Einträge ganz leicht füllen. Einfach 1 Million Beeren hier hinschmeißen. So, jeder kriegt jetzt noch eine Beere. Dann sind die, glaube ich, erstmal... Oh. So viel dazu. Jetzt betteln wir mit dir noch. Schlitzer! Oh wait, du bist Level 42. Ich lebe! Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir können es zumindest schon mal gut anschwächen. Schmeiß ihm einfach Svenja entgegen. Die wird ja wohl eine Aquawelle gut überleben, bis ich es fange. Svenja ist leider schon das coolere Seejong. Das Witzige ist, das Seejong müsste ich gefühlt... Hä? Hab ich gut gemacht. Ja. Das Seejong müsste ich auch echt nur noch ein Level hochleveln, dann kann es sich, glaube ich, auch schon wieder entwickeln, ne? Mhm. Ah, hier war ein Bidiffel. Okay. Dann erstmal wieder zurück. Dann haben wir zumindest den Bereich... Beziehungsweise, nee, wir gehen von den Sandfingern aus und erkunden. Seejong Cosplay, wann? Nun. Ich höre nur von der Seite, aber nur, wenn Woggle dann auch kommt. Hat jetzt irgendwas Neues noch gefangen? Nee, Remoraid muss ich nur vorzeigen. Und Seejong können wir da irgendwann entwickeln. Oh, wait. Jetzt habe ich, glaube ich, zu viel abgelegt. Gib mir mal das zurück. Gib mir mal davon nochmal 50 Stück. So.
Dann auf ins Wasser. Das Problem ist, im Wasser sehe ich die Pokémon einfach nicht. Was kommt da an? Das Garados? Ich glaube schon. Meine Damen und Herren, wir sind heute bei diesem stürmischen Wetter extra für Sie rausgeschwommen, um Garados in ihrer freien Wildbahn zu erforschen. Dieses Pokémon ist sehr gefährlich. Ich hoffe, Sie können verstehen, was für ein Risiko wir für Sie aufnehmen, um die Garados in der Paarungszeit zu beobachten. Da haben wir nämlich ein männliches und ein weibliches Garados, die beide doch sehr interessiert aneinander sind. Aber man kennt das von Garadossen. Sie sind halt leider Zunderes. Sie tun so, als würden sie eigentlich nichts voneinander haben wollen. Aber in Wirklichkeit, man sieht die leichten Näherungsversuche von Garadoso, während Garadosa da hinten noch am Rumschreien ist. Sie machen sich gegenseitig an. Das sehen Sie vielleicht nicht, meine Damen und Herren. Aber die sind schon ziemlich geil auf sich. Dementsprechend müssen wir einen gewissen Abstand halten, sonst werden wir in dieses Paarungsverhalten mit einbezogen und als männliches oder weibliches Garados eventuell verwechselt, was sehr unschön ausgehen könnte. Dementsprechend halten wir unseren Abstand und schmeißen einen Ball auf das Garados. Krieg ich mal? Mich aber nicht treffe. Ah, jetzt habe ich getroffen. Bleibt's drin? Nein. Und schön erstmal wieder auf Abstand. Da wird zumindest eine von den Wildlife-Reportagen weg. Bei der anderen wurde sich gewünscht, dass ich auf der Feuerspeiinsel irgendwas mache. Ich kann mal versuchen, eine Beere hinzuwerfen. Funktioniert das? Jetzt bist du ein bisschen aggro. Hilfe? Svenja, kümmere dich drum. Tank das. Und greif mit Pulverschnee an. Please save me. Twintail Fox, danke für 14 Monate Treue. Super geil von dir. Okay, Hauke, übernimm du. Aua. Also, warum Crit? Eisstrahl. Bitte kein Crit. Hauke lives. So, jetzt bleib bitte drin. Nice. Da haben wir nämlich auch wieder ein weiteres neues Pokémon. Aber ich glaube, wir hatten auch noch kein Carpador gefangen. Kann ich dich fangen? Weggeportet. Bleiben sie drin. Nice. Noch ein neues Pokémon. Mantips hatten wir nämlich auch noch nicht. Alternativ kann ich einfach direkt einen Mantax fangen. Okay. Einfach abgetaucht. Gebaitet. Schon wieder? Der verarscht mich doch. Nö, war noch ein neuer. Geht das?
Okay, Bullet Time einfach. Das sah schon stylisch aus. Das ist nur Baldorfisch. So, Hauke, du bist zwar halb tot, aber du kannst zumindest noch an den Baum schütteln. Komm mal, Destroyer mal nach vorne. Was war da gerade? Oh, Tentoxa. Und Tentacha. War das Tentacha oder war das auch Tentoxa übrigens? Ich habe keine Ahnung. Oh.